Vielen Dank an die Firma Gearbest, die mir die hier vorgestellten Produkte für dieses Review kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Hi, ich bin Saki. Mittlerweile bieten etliche asiatische Shops ein unüberschaubares Riesenangebot an billigen Gadgets für den Outdoor-Bereich. Ich konnte etliche davon testen und hier nur 5 Stück, die mir positiv aufgefallen sind. Nummer 1 für dieses Mal ist ein Trinkrucksack für das Wandern ohne Ausrüstung oder in Kombination mit einer Hüfttasche oder einem Frontpack zum Beispiel. Der Trinkrucksack besteht aus robustem Nylon in der Farbe Grün, ist aber auch in anderen Farbkombinationen erhältlich. Er verfügt über 4 cm breite Schulterträger, die ansonsten aber nicht weiter gepolstert sind, sowie einen verstellbaren Brustgurt. Der Rückenbereich ist sehr gut gepolstert, was ihn sehr angenehm zu tragen macht. Direkt hinter dem Polster findet man eine lange Einschubtasche, in der man zusätzliche Ausrüstungsgegenstände verstauen kann. Löse ich hier die Klettverschlusslasche, gelange ich an die 3 Liter fassende Trinkblase, an der ein 105 cm langer Trinkschlauch mit Beißventil befestigt ist. Die Trinkblase kann befüllt werden, ohne sie aus dem Rucksack zu nehmen, da es für die Schrauböffnung ein Loch in der Rucksackfront gibt. 2 Haltegurte sowie einige Kunststoff-D-Ringe runden das Produkt ab. Als Nummer 2 habe ich einen Satz Kunststoffkarabiner herausgesucht. Es handelt sich um D-Ring-Karabiner mit den Abmaßen 5,6 x 8,5 cm. Das Verschlusssystem ist sehr einfach gehalten, durch ein Federsystem jedoch selbstständig schließend. Die Zugbelastung ist mit 20 Kilo angegeben, ich empfehle jedoch dringend, dies nicht auszureizen. Ich sehe die Funktion dieser Karabine auch nicht in der Befestigung schwerer Dinge, sondern um einfache Ausstattung irgendwo befestigen zu können. Und genau dafür ist der Preis unschlagbar, nicht einmal 4 Euro für ein Set mit 10 Karabinern. Nummer 3 ist ein Schlafsack-Inlet aus Polyester mit einer Größe von 215 x 90 cm. Es wiegt nur 400 Gramm und passt in diesen mitgelieferten praktischen Packsack. Es dient zum Beispiel als mobiles Bettzeug, wenn man dem in der Pension nicht vertraut, ist als sogenannter Hüttenschlafsack mittlerweile aber auch bei vielen Hüttenwirten aus hygienischen Gründen Pflicht geworden, um überhaupt in einer Berghütte übernachten zu dürfen. Oder aber auch als Inlay für einen richtigen Schlafsack zu verwenden, um diesen vor Schmutz und Schweiß zu schützen. Nummer 4 ist mal wieder ein Löffel. Ich habe in dieser Serie ja schon kürzlich einen kleinen Faltlöffel für unterwegs vorgestellt. Wer es jedoch noch leichter haben möchte und regelrechter Ultra-Light-Fan ist, für den ist vielleicht dieses Löffelchen hier das Richtige, denn es besteht aus Titan und wiegt gerade einmal 14 Gramm. Dafür ist es auch nur 11,7 cm lang und daher definitiv nichts für eine Tüte gefriergetrockneter Outdoor-Nahrung. Das Löffeln aus einem flacheren Gefäß ist jedoch kein Problem. Durch die leichten Gabelaussparungen sind auch Nudeln kein Problem. Und zum Ende wird es nun noch kleiner und noch leichter, denn hier habe ich dieses Mal eine Mini-Mehrzweckpinzette aus Edelstahl herausgesucht. Sie wiegt gerade einmal 6 Gramm und ist nur 4,6 cm lang. Damit findet sie in jedem Erste-Hilfe-Set Platz und genau hier gehört sie auch hin, denn dadurch, dass sie so schön spitz ist, kann man mit ihr hervorragend Zecken greifen und entfernen. Und ihr Preis? Deutlich unter 2 Euro. Ja, das waren die Fast 5. Weitere Informationen und Links findest du in der Videobeschreibung. Macht's gut! Vielen Dank an die Firma Gearbest, die mir die hier vorgestellten Produkte für dieses Review kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Schau auch auf meinem Hauptkanal vorbei. Da kannst du mich auf meinen Outdoor-Erlebnissen begleiten, findest zahlreiche Videos zu den Themenbereichen Survival, Bushcraft und Trekking sowie zu zahlreichen anderen Outdoor-Aktivitäten.